Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar möchte ich ein bisschen was hier verändern, wieder mal. Aber es ist so, ich habe festgestellt, so wie ich mich verändere, muss ich ja zwangsläufig auch meinen Kanal verändern, weil ansonsten würde ich ja an Authentizität verlieren. Also ich wäre nicht mehr zu 100% authentisch, wenn sich mein Kanal nicht mit mir verändern würde. Und in einem Gespräch letzte Woche sind wir dann endlich dazu gekommen, okay, wie soll sich denn mein Kanal verändern? Weil ich war nicht mehr so hundertprozentig glücklich, weil die Themenvideos gingen schon so in die Richtung, die ich angestrebt habe, aber das Ergebnis war noch nicht das, was ich haben wollte. Und auch bei den Vlogs war ich jetzt nicht mehr so mit mir im Reinen. Mir fehlte einfach so dieses, das hat Struktur und das hat ein Ziel, das Video, das fehlte einfach. Und dank dieses Gespräches bin ich endlich darauf gekommen, okay, wo will ich denn hin? Wie will ich das jetzt gern haben? Es wird nach wie vor so sein, dass es Mittwoch Vlogs gibt, allerdings nicht mehr hundertprozentig jeden Mittwoch. Weil ich möchte nicht mehr so 0815 Vlog, der euch irgendwie nichts bringt, außer Unterhaltung. Und da kann es dann halt einfach sein, dass es mal eine Woche keinen geben wird. Die Samstagsvideos, die wird es nach wie vor immer gleich früh morgens geben. Dann könnt ihr euch übers Wochenende verteilt, genau wie ihr Zeit habt, euch das Video angucken. Bei diesen Samstagsvideos wird es aber daher eine Veränderung geben, dass ich euch helfen möchte, dass ich euch wirklich was mitgeben möchte. Weil im Moment war mein Kanal reine Unterhaltung. Es hatte wenig Wert so hinten raus für euch. Und das möchte ich ändern, weil ich möchte euch irgendwo einen Schritt helfen. Weil in Gesprächen, in Nachrichten habe ich so sehr gemerkt, dass es so vielen Mamas da draußen so geht wie mir. Dass wir unsere Kinder lieben, dass wir die auf keinen Fall missen möchten. Aber dass wir einfach fertig sind mit der Welt. Und dass wir fast nur noch Mutter sind und sonst nichts anderes mehr. Aber es wird auch noch um viele andere Themen gehen. Zum Beispiel beschäftigt mich gerade ganz stark, dass ich mehr mit den Kindern reisen möchte. Auch allein reisen möchte, weil Manu hat halt nur eine begrenzte Anzahl von Urlaubstagen. Und dass ich da extreme Ängste vor habe. Und daran möchte ich arbeiten, das möchte ich überwinden. Und ich möchte dieses Jahr schon damit starten, halt mit 2 Wochen anzufangen, alleine mit ihnen wegzufahren. Und dann im nächsten Jahr soll das wirklich was sein, was ich regelmäßig machen möchte. Das wird zum Beispiel auch ein Thema sein. Ein Thema wird halt auch sein, wie man so den verschiedenen Bedürfnissen gerecht wird, wie man überhaupt wieder seine Bedürfnisse erkennt und wie man die in den Alltag integrieren kann, weil es ist immer so, ja, ich würde gern, ich hätte gern, ich wünsche mir, aber es geht sowieso nicht. Und dann resigniert man so und das möchte ich einfach aufheben. Ich selber arbeite an diesen Problemen, sage ich mal, oder an diesem Teil meines Lebens seit ungefähr, ich glaube, Oktober letzten Jahres und in diesem Zeitraum hat sich schon unglaublich viel getan, aber ich bin noch lange nicht da, wo ich hin möchte. Deswegen habe ich auch ganz viel zu erzählen. Ich werde Themen ansprechen, wo ich schon eine Lösung für mich gefunden habe, wo ich euch sagen kann, okay, das war mein Problem, das war mein Weg dahin und das hat mir geholfen. Ich werde aber auch Themen mit euch besprechen, die halt ganz aktuell gerade sind, was mir gerade aktuell Probleme macht und was ich so an ersten Schritten vielleicht mache und dann ein paar Wochen später zu zeigen, okay, jetzt stehe ich da und das hat mir wirklich dahin geholfen. Ich glaube, es braucht immer so, eine Person braucht es, um den Anstoß zu geben, damit ihr diesen Weg auch geht. Bei mir war das damals Maria von Chic Mami Vlog. Sie hat angefangen mit ihrer Finde-Dich-Selbst-Reihe und ich habe es geguckt, weil ich ihre Videos halt einfach gerne gucke, aber jetzt nicht so, weil ich dachte, thematisch ist das jetzt was für mich. Ich dachte eigentlich so, ich bin mit mir völlig im Reinen, bei mir ist alles super. Und erst im Laufe ihrer Videos habe ich gemerkt, oh scheiße, bei mir läuft überhaupt nicht so, wie ich es mir gerne wünschen würde. Aber erst muss man sich hinsetzen und sich dem bewusst werden. Und dann hat sie ein Buch empfohlen und das war Mit dem Elefanten durch die Wand von Alexander Hartmann. Und dann ging bei mir alles Knall auf Fall und dann ging dieser Prozess bei mir wirklich los. Von dem einen Buch kommst du auf das andere Buch, auf das nächste Buch. Du kommst von einem auf den nächsten, auf den übernächsten Podcast. Also Bücher und Podcasts und kostenlose Workshops und Facebook-Gruppen. Das war so das, was bei mir die Veränderung ausgelöst hat und was mir auf meinem Weg wirklich auch hilft. Ich habe jetzt noch nicht ein Coaching in Anspruch genommen oder sowas, weil das kostet auch wirklich super viel Geld. Das werdet ihr dann im Laufe dieser Videos auch von mir hören, so die verschiedenen Richtungen. Es wird zum Teil auch um Spiritualität gehen. Und ich bin kein Mensch, der von sich behauptet hätte, er wäre spirituell. Ich bin diesem ganzen Kram von wegen auch Engeln und so skeptisch gegenübergestellt. Und ich glaube auch nicht daran, dass man seinen Parkplatz beim Universum bestellen kann.
Aber in einer gewissen Weise musst du dich spirituell weiterentwickeln auf diesem ganzen Weg. Und bei mir ist das zum Beispiel die Meditation. Aber darüber wird es dann nochmal ein extra Video geben. Auf jeden Fall möchte ich euch auf meinem Weg mitnehmen. Ich möchte euch aber auch helfen. Also ich möchte euch da einen Mehrwert bieten. Und deswegen ist für mich auch ganz wichtig, dass ihr mir schreibt, welche Themen euch gerade beschäftigen. So eine E-Mail habe ich vor 2 Tagen erst bekommen. Und das hat mir auch so wieder diesen Schubs in die richtige Richtung gegeben, dass das wirklich genau das Richtige ist, was ich jetzt hier machen möchte. Deswegen schreibt mir gerne E-Mail. Ich werde jetzt immer meine E-Mail-Adresse unten in die Infobox posten. Ihr könnt mir natürlich auch sonst wo Nachrichten oder auch Kommentare schicken, so wie ihr möchtet. Erzählt mir eure Geschichte, erzählt mir, was euch belastet, wovon ihr gern weg möchtet, was ihr ändern möchtet, wo ihr gern was von mir erfahren möchtet. Und wenn es irgendwelche Empfehlungen sind oder weiß der Geier, ansonsten werde ich so einfach die Themen besprechen, an denen ich selbst halt schon gearbeitet habe oder noch arbeite oder was mir geholfen hat an Tools und solchen Dingen. Und damit das noch ein bisschen noch einen Mehrwert für euch hat, werden wir dann jeweils Dienstagabend um 20 Uhr einen Livestream auf YouTube noch machen. Nicht zu lang, also so 20 bis 30 Minuten habe ich im Kopf, kommt wahrscheinlich immer drauf an. Und die Leute, die das Thema halt interessieren, die können dann nochmal zuschalten, können nochmal Fragen stellen, können von ihren Erfahrungen berichten. Ich kann vielleicht nochmal Dinge genauer erklären, die in einem Video vielleicht zu kurz gekommen sind. Einfach damit da nochmal Fragen, die halt offen geblieben sind, einfach nochmal geklärt werden können. Es wird halt immer so sein, dienstags, der Livestream auf YouTube zum vorangegangenen Samstagsvideo, mittwochs meistens ein Vlog und samstags dann die Themenvideos. Ich hoffe, das ist so in eurem Interesse. Ich freue mich jetzt sehr drauf. Es fühlt sich irgendwie so richtig an, dass das jetzt das ist, was ich jetzt machen möchte. Natürlich wird sich das dann auch wieder verändern und entwickeln, so wie ich mich halt verändere und entwickle. Und im Moment möchte ich gerne diesen Entwicklungsweg mit euch gehen und ja, ich hoffe, dass ich vielen von euch da draußen weiterhelfen kann. Ich freue mich auf diese neue Zeit mit euch und bis dann!